Herzlich willkommen im Hengi-Hauptquartier, im neuen Hengi-Hauptquartier möchte ich fast sagen, mit diesem Tisch, mit diesem Monitor. Wie kann man jetzt Spiele am PC zocken, ohne dass man sich fühlt, als wäre man bei Oma zu Hause? Ein Konsolenspieler. Genau. Das ist wieder die PC Master Race, die richtig, aus richtig, dir spricht. Richtig, richtig. Und neben mir ist Tobi Escher. Und wir spielen Trackmania Turbo im Hotseat-Modus gegeneinander, im knallharten Duell, möchte ich fast sagen. Ja, im knallhartesten, knallharten Duell. Wir haben rausgefunden, wie man komplett neu startet mit Enf. Heißt die Taste. Und wir haben jetzt die Map gewechselt und fahren jetzt mit richtigen Rennautos und nicht mit diesen komischen, was war das? Keine Ahnung auf diesen Parkettböden. Richtig. Darauf haben wir nämlich keinen Bock mehr, haben wir gesagt. Wir spielen jetzt hier mit Formel-1-Wagen, die vorne keine Motorhaube haben und ich bin weiterhin blau. Und wir fahren jetzt hier los. Es steht 1-1. Es steht 1-1. Go! Das ist jetzt eine andere Form der Strecke einfach, glaube ich. Das ist jetzt, wir haben jetzt eine Stadium-Strecke gewählt. Ja, natürlich. Mit dem Formel-1-Wagen hier auf der Dirt-Strecke rumfahren oder was. Fängt ja schon wieder super an. Da habe ich richtig Bock. Alter, das steuert sich wieder auch komplett anders. Das ist ja hart. Aber bis jetzt ist es... Die erste Kurve habe ich ganz gut hingekriegt, ja. Ja gut, jetzt bist du der erste Fehler. Ja gut, es ist ja eh erstmal, ne? Erstmal reinkommen, sich die Karte ein bisschen angucken. Wir denken halt immer... Alter, was hast du eine Kurve? In diesem Spiel ist halt so viel auch am Rand und da los, so grafisch. Ja. Und du kannst halt eh nicht drauf achten. Das ist halt stimmt. Verschwendete Lebensmühe so ein bisschen, oder? Das könnte auch einfach nur ein Strich sein. Ja, das hat sich ein Entwickler viel Mühe gegeben. Das fällt nie jemand auf. Wahrscheinlich gibt es auch tatsächlich die Profis, die wie Eddie bei Quake einfach alle Grafikeinstellungen so runterschrauben, dass man wirklich nur noch viereckige Blöcke sieht. Okay, es war schlecht, aber egal. Gut, wir steigern uns ja immer rein. Ich sag dir gleich, der steuert sich jetzt plötzlich gar nicht mehr. Der andere hat sich zu viel gesteuert und der steuert sich überhaupt nicht mehr. Okay. Bin ich gespannt. Zack. Jetzt geben wir mal Gas. Oh. Ei! Ne? Oder? Das ist richtig hart. Das geht ja gar nicht mehr. So. Jetzt überholst du mich wieder. Jetzt komme ich hier. Jetzt weiß ich Bescheid nämlich. Zack. Oh. Stand gerade eine Matroschka. Warum? Ja, siehst du, das ist dir gar nicht aufgefallen gerade. Nee, da steht eine riesige Matroschka und dir ist gar nicht aufgefallen, dass die da steht. Das ist doch. Jetzt glaube ich nur noch geradeaus, oder? Nee. Ah, shit. Ist auch langsam bei dir. Aber da habe ich ja perfekt die Wand getroffen, genauso wie man sie treffen muss. Scheiße. Das Gute ist, wenn man am Ende noch so ein bisschen sich so wegfliegt, dann ist es nicht so wild. Ja. So, jetzt werde ich gleich mal vielleicht die Taste ausprobieren, mit der man sich wieder komplett zurücksetzen kann. Geht's. Ich liebe ja die Community dafür, dass es einfach für alles irgendwo Experten gibt. Ja. Da kommt jetzt einer einfach schreibt: Der Split von Trackmania Nations Forever und Trackmania 2 war ein strategischer Fehler. Bestimmt. So random im Chat. Klingt sehr, sehr gut. Trackmania Turbo ist das schlechteste, schreibt ein anderer. Das Brechen hier. Nee, schreibt dasselbe. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, der Unterschied ist jetzt nicht, ist es echt marginal eigentlich. Ich glaube tatsächlich, wenn man das halt öfter spielt, dann merkt man den Unterschied bestimmt krass. Ja. Aber so für mich jetzt gerade als jemand, der eben Trackmania Nations sehr viel gespielt hat, aber auch sehr lange gar nicht mehr Trackmania gespielt hat, ist das erstmal so wild. Das war knapp. Das war eine gute Runde von mir. Das war nicht schlecht. Aber mit Entfernen ist es auf jeden Fall deutlich schneller, als wenn du wieder im Menü bist und den ganzen Mist. Das kann ich nur empfehlen. Das hätte ich sagen müssen, egal. Oh. Oi, das war... Oh! Diese Hubbel immer. Fast schon pro-mäßig hier. Yeah. Das gibt's doch nicht. Hat zu viel gewollt. Was geht noch? Ist noch alles drin hier. Ja, ich glaube, mach da gleich den riesigen Fehler hier. Ja, du zum Glück auch. Start mal gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob man davon auch Sachen abgezogen bekommt, wenn man entfernt wird. Ich glaube schon. Also ich glaube, das sollte man... nur machen, wenn man wirklich sicher ist, dass es wirklich gar keine Möglichkeit gibt. Ja, ich glaube, da hättest du gerade noch eine Möglichkeit gehabt. Hast du hier schon eine Sekunde Vorsprung rausgeholt auf mich? Das war wieder eine perfekte Kurve. 1,5 Sekunden. Wenn du das jetzt natürlich noch vergeigst, das wäre tragisch. Eieiei. Geht noch alles. Oh, da ist wieder weg, der Vorsprung weggeschmolzen. Das ist krass, wie schnell das geht, ne? Ein Fehler und dann war es das schon wieder. Ich denke immer, es ist eine Linkskurve, es ist eine Rechtskurve, es ist eine Linkskurve. Scheiße. Ja, komm, einmal entfernen machen wir noch. Kann ich nicht mehr. Okay, jetzt kann ich nicht mehr entfernen drücken. Ach, das gibt's doch nicht. Der Tank ist alle. Jetzt ja, stimmt, der Tank ist alle. Schade, sag kein Sprit mehr. 30. Geburtstag. Der Tank ist alle. Das ergibt eine
Team Victory Red. Okay. 2:1 für Tobi Escher. Musste mal ein Nein machen, glaube ich, damit wir eine neue Strecke wählen können. Okay. So, weiter Spiel spielen? Achso, nein, ich habe Ja gedrückt. Entschuldigung, oder? Verlassen. Ja, genau. Eine neue Strecke nochmal nehmen. So, lass uns doch mal. Was sieht denn Spaß? Hier, guck mal, das sieht doch cool aus. Hier, das da. Mit jede Menge Säulen, wo man gegenfahren kann. Oh, geil. Furious Mayhem hört gar nicht mehr auf. Trackmania Nation Forever und Trackmania 2 Stadium ist zum Großteil das gleiche, aber hat die Community halt gesplittet leider. Schade. Ja. Oh, das ist eine Säule. Da fahre ich gleich gegen. Wahrscheinlich. Hier ist noch eine Säule. Okay, das erinnert mich jetzt wieder an die alten Trackmania-Teile. Da gab es auch mal so viele Säulen. Ja, das stimmt. Und hier hat man wieder ordentlich Grip auf jeden Fall. Ja, das sah auch schon nach einer schönen Kurve aus. Ja, das ist alles so gut, aber egal. Das ist doch das Unfair jetzt. Du hast jetzt gerade ganz viel Zeit zum Üben gehabt. Ja, da haut er einen raus hier, aber. Och, was? Okay, diese Art von Strecken scheint dir zu liegen, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen besser als die komischen Dreckstrecken. Mhm. Ach, vielleicht vergleiche ich es nochmal richtig, so wie jetzt. Ja, gut. Ja, das geht aber noch. Ich lege auch erstmal eine Zeit vor. Ja, gut, klar, erstmal Strecke kennen wir. Genau. So. Ja, okay, das ist einfach eine Strecke. Ich spiele mit Tastatur tatsächlich. Er hat gerade nichts anderes hier, deswegen. Spielt sich das besser mit Tastatur? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wahrscheinlich spielt sich nicht besser mit Tastatur. Glaube ich auch nicht. Aber wir sind halt hier nur mit der Tastatur unterwegs. Dann wird gleich die Außenbahn. Oh shit, das bin ich falsch. Er hat sich schon wieder eingebüßt. Du bist noch weit vor mir. Oh, scheiße. Oh, nein! Yay! Shit. Das ist natürlich ein hartes Ding. Ihr braucht ein Lenkrad und Pedale. Ich glaube, das ist für Trackmania ein bisschen übertrieben. Das ist, ja, das wäre für unserem Skill-Level sicherlich sehr förderlich. Ja. Gleich mit sowas einzusteigen. Jetzt kommt gleich das blöde Ding da vorne. Ich glaube, ich habe so viel Vorsprung, dass ich das etwas langsam angehen kann. Jetzt kommst du von hinten angeschossen. Ja. Aber ich bin ja noch einmal gegen die Säule gefahren. Das stimmt, also, das stimmt. Du hast noch Zeit. Aber du hast es auf jeden Fall da dieses Ding sehr gut gemeistert. Das muss ich hier gleich erst nochmal replizieren. Ne? Ja, das stimmt, aber das ist der schwierigste Teil der Map. Ansonsten ist es eigentlich ganz gut. TM spielt man traditionell immer mit Tastatur. Sehr gut. Okay. Tobi, dein Tipp fürs Spiel heute Abend, das sage ich nachher in einem WM-Studio erst. Ich bin jetzt hier, ich habe Freizeit, Freunde, das ist keine Arbeit hier. Wobei. Du wirst zumindest nicht bezahlt für diese Zeit. Das stimmt, ja. Tatsächlich stimmt das. Tragischerweise. Ei. Da haut er einen raus. Ja, bin ich ein bisschen schief gegangen. Ach du Scheiße, war das gut. Oh, Scheiße, ey. Ist hier deine gehasste Säule? Euer geht vorbei an der Säule. Oh shit, ey. Das ist aber, jetzt hast du einen hier rausgehauen. So jetzt nämlich. Jetzt hast du hier einen rausgehauen. Einfach mal 4 Sekunden. Okay. Muss ja auch wieder aufholen hier. So langsam. Okay. Wo ist die Taktiktafel? Das ist jetzt erstmal die Geschwindigkeitstafel. Nee, das ist Quatsch. Scheiße, du bist schon hier vorne, du hast schon hier einen sehr guten Start hingelegt. Ja, die Strecke ist auch deutlich besser als die andere. Scheiße. Also mit dem Ghost finde ich eigentlich ganz smart, weil dann hast du zumindest was, woran du dich orientieren kannst. Ohne dass du jetzt gleich jemanden hast, der dich nervt. Scheiße, du bist ja, glaube ich, von hier perfekt gefahren, oder? Ich kann, glaube ich, wieder abbrechen. Guck mal, wie viel du dann abgezogen bekommst von deiner Leiste. Ja, ich fahre jetzt mal zu Ende. Ja, gut, fahr zu Ende. Um mal hier zu trainieren. Ob ich heute nach Lavendel rieche? Nein. Was? Das ist gerade gefragt. Frage. Lavendel ist nicht mein Duft. Mein Duft ist eher Sportsocke, würde ich sagen. Sportsocke. Du hast aber da echt, du hast deine fabulöse Runde vorgelegt. Aber nicht mehr mit anderen gelassen. Ja, schon in diesem Bereich schon ohne Bremse gefahren bist. Scheiße.
Du hast es mit den Außenbahnen noch ein bisschen besser gemacht als ich. Hast du jetzt Vorsprung? Nein, 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 scheiße, so Müll. Hat sie nur Vorsprung, aber knapp, sehr knapp. Das ist schon dein Ghost, glaube ich. Ah, oh, nein! Nein! Aber es war sehr knapp. Sehr knapp, nicht scheiße. Schlecht, nicht schlecht. 2-2. 2-2. Ausgleich, du bist wieder dran. Eieiei. Das war echt. Schon sehr eng. Aber ich glaube, auch wenn ich nicht gegen das Ding wäre, gefahren wäre, wäre es trotzdem, glaube ich, nicht. Sehr eng geworden, ich glaube, ja. So, wir gucken mal, was wir noch haben. Wollen wir hier was von der Red Series nehmen? Oh Gott. Mal richtig aus dem Fenster lehnen. Ja, komm, das machen wir mal. Also Down and Dirt Valley auch noch mit einem Auto, das wir noch gar nicht hatten. Ja, das wird richtig gut. Hier, guck mal, Loopings. Ja, machen wir. Hammer, ich mag Loopings. Das ist wahrscheinlich jetzt so lange Strecke. Ach. Schlechtes Pressing. Das war aber bescheuert, ey. Dass ich da auch noch in das letzte Ding einfach geradeaus reingefahren bin. Da dachte ich mir, ich bin so schlau, ich nehme das Ding durch die Mitte, um jetzt keine Zeit für Lenkung zu verlieren. Ja, dann vergisst man eine Säule. Eine Säule im aber echten Leben. Aber du hast du schon dran. Ich glaube, du hättest auch, wenn ich noch nach links oder rechts ausgewichen wäre, dann wärst du erst recht vorbeigekommen bei mir. Was ist das denn jetzt? Ein Beetle oder was? Ja, das ist jetzt wieder ein anderes Auto. Du hast ja hier. Ja, komm. Muss ja auch ein bisschen Spannung hier reinbringen, ne? Ja, ein bisschen Spannung. Hier, Just East. Just Fast. Live Fast? Ja, Just Fast. Just Fast. Mein neues Motto. Was zum Henker ist das denn? Das geht gut aus. Das geht gut los. Ich fange schon mal noch von neu an. Das ist ja fantastisch. Uiuiui. Lass uns aber gerade auf jeden Fall. Alter! Autobahn hier oder was? Was ist denn das hier? Na ja, gut, das ist schon mal gut, wenn du so einen Fehler drin hast. Ich falle jetzt mal einmal zu Ende. Damit wir ein bisschen was von der Strecke sehen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo wir einfach zu Ende bringen. Ist da schon was wert? Musst du da oben hin? Keine Ahnung. Ich war jetzt ganz schnell rückwärts. Ich glaube, jetzt musst du mal. Ich glaube auch. Ich zum Backspace. Was ist das denn für eine Strecke? Big Jump, ja, das habe ich gemerkt. Musst du da oben landen? Ich glaube schon. Nee, der ist glaube ich über den Jump. Wie soll ich denn dann noch schaffen? Ich glaube, du bist zu lahm mittlerweile. Okay, komm. Was ist das denn? Bei Steffen will ich kein Beifahrer sein. Bei Checkmania wäre ich generell ungern Beifahrer, glaube ich. Oder Fahrer auch ungern. Ja. Ui. Oh Gott. Ja, du musst erstmal eine vorlegen. Ich schaff's noch nicht mal. Das ist mein Problem gerade. Du hast entschieden. Ich fliege immer viel weit zu links. Das kann nicht wahr sein. Ja, ich habe noch ein bisschen Sprit. Ich wäre zu weit rechts. Komm ich denn durch? Da gar nicht durch, gar nicht, oder? Nee. Nee, 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 nee. Out of bounds. Eieiei. Was habe ich uns da eingebrockt? Dir in erster Linie erstmal nur. So, okay. So, jetzt habe ich es nämlich. Jetzt bin ich nämlich hier durchgekommen. Noch habe ich da keine Aktien dran. Und jetzt geht's hier los. Jetzt kommt nämlich die Turbo. Gerade. Abheben. Schön aufsetzen. Und in den Looping. Und einmal umdrehen. Perfekt, verkacken. Alles klar. 180. Oh, kommst du noch durch den Looping durch? Ja, easy. Ist gar kein Problem. Ich habe zwar, glaube ich, gerade irgendwie einen Teil verloren, aber ist egal. Unwichtig. War wahrscheinlich nur ein Rad oder so. Braucht noch niemand. Ja, das ist schon besser. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber ich bin wahrscheinlich noch lange nicht am Ende. Na gut, das stimmt. Wir sind so weit vorgeschritten jetzt. Alter. Was ist denn das hier? Aber noch fährst du. Noch fährst du. Wallride ist jetzt hier angehört. Ui. Bei den Sachen musst du eigentlich meistens einfach nur geradeaus fahren. Oh, Alter. Du lebst noch. Gerade so, ja, mit Ach und Krach hier noch durch. Stirbt nicht. Oh, Engine off. War ich richtig rum? Ja doch, ich war richtig rum. Alter Schwede. Was für eine harte Strecke. Die ist auch so lang vor allen Dingen noch, ne? Ja. Das ist jede Menge Platz für Fehler. Allein die Looping-Dinger. So, jetzt hast du es aber geschafft. Oh, okay, wenigstens 1,24. Zumindest einmal geschafft. Das war mein Ziel für heute. Ja. Jetzt muss ich aber, ich glaube, ich muss nur eine bessere Zeit annehmen, dann habe ich dich fast schon. Wenn dein Balkenschilder fast leer ist. Ja, es sagt sich einfacher, als es nachher ist. Ja, aber das war doch schon mal eine butterweiche Landung. Das Ding ist... Okay, alles klar. Das Ding ist, das Schwierigste ist, glaube ich, der zweite Sprung da, den du da ja, der, letztes Mal weggenommen hast. Ja, der auf der Grasfläche sitzt, ja. Der ist hart.
Weil wenn du den auch nur ein bisschen verkackst, kommst du nicht oben an. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Und, nein. Es geht schnell, hier drüber zu fahren. Ja, ihr sitzt da wieder und denkt euch, ja, Mann, sind die scheiße. Aber macht das erstmal nach hier. Das ist nämlich hier gar nicht so easy, wie es aussieht. Das Ding musst du jetzt perfekt treffen, damit du da oben auch hinkommst. Ja, das sieht gut aus. Ah, oh, Glück gehabt. Das macht direkt nur einen kleinen Fehler noch, dann hast du gleich ein Problem. Ei, shit. Ja, hier, die Loopings sind auch gar nicht so einfach, wie sie aussehen. Weil du da noch gegensteuern musst. Ei. Ja, es geht noch alles. Du bist viel weiter vorne. Was hast du, was war hier? Das Ding war hier. Nicht schlecht. Ei. Jetzt muss ich nur noch ankommen. Danke. Aber jetzt kannst du ja auch zu den einzelnen Dingen zurücksetzen. Das ist ja jetzt kein Problem. Du hast 8 Sekunden Vorsprung, also von daher. Ja, wenn ich jetzt hier. Hast noch Platz? Das ist eine geile Musik. Oh, Alter, nicht schlecht. 1:10. 13 Sekunden Vorsprung. Na ja, gut, okay. Jetzt darf ich nur nicht so viele Fehler machen und irgendwie durch die Gegend bouncen. Was ist halt Tobi denn von Rocket League? Hat er tatsächlich noch nie gespielt. Man muss dazu wissen, dass ich halt eigentlich ein Konsolendaddler bin. Als ich mich angemeldet habe, habe ich mich eigentlich für Splatoon 2 angemeldet. Das spiele ich privat aktuell. Aber... ja. Bei PC-Spielen macht mein PC nicht mit. Also da spiele ich immer nur so alte Klassiker wie Civilization zum Beispiel oder Anno, so Strategiespiele. Aber Rocket League spielt man eigentlich doch eigentlich... auch auf Konsole, ja, aber... da bin ich halt, was das angeht, bin ich der totale Mainstream-Affe. Ich teile immer nur die großen Blockbuster bei Games. Das ist so, okay. Also so GTA, God of War. War dann auch eher Singleplayer, ja? Nicht so. Ja, genau, eher Singleplayer. Nee, im Multiplayer fehlt mir die Zeit. Außer Splatoon, da habe ich mir jetzt reingefuchst mittlerweile. Ein bisschen zu vorne, ist ein bisschen nicht. Rocket League ist auch Konsole, schreibt der Chat. Was ich halt gar nicht spiele, das hatte ich aber hier schon mal am Handy gesagt, sind Fußballspiele tatsächlich. Die mir auf den Keks gehen. Weil die für dich zu unrealistisch sind? Ja, weil, ja eben, ja, auch weil ich die nicht kann. Okay. Weil auch nicht mega realistisch sind, weil Taktikeinstellungen auch nicht so mega geil sind immer. Und ja, hauptsächlich das. Wenn, dann da zocke ich meistens PES, was ja hier in der Firma nicht so angesagt ist. Die Firma ist ja sehr FIFA-lastig. Das stimmt. Ah, bist du eigentlich hinter mir oder vor mir? Ich bin hinter dir. Ah, habe ich eine gute Zeit vorgelegt. Bitte. Ja, hast du zu, glaube ich, fahre mal neu. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einmal kann ich noch. Lebenswaffe in Splatoon, ein Klecksroller war ganz geil. Da kann man immer sehr offensiv mitspielen, finde ich. Das ist mein Style. Rocket League ist mega realistisch, stimmt das? Ja. Ja. Ist es. Cool. Und du kennst auch hier die Stefan Raab Fußball, die Stockcar Fußball-WM. Ja, ich kenne aber Rocket League, ich weiß schon, was es ist. Warum gibt es sowas nicht mal von Rocket Beans eigentlich so? So eine Rocket Beans League? Ja, Autoball, Rocket Beans. Die, Ich glaube, dafür haben wir eine zu schlechte Vollkaskoversicherung. Wobei, das hat mich immer gewundert, dass bei, wie die das versichert haben bei Stefan Raab. Ja, das freue ich mich eigentlich auch. Weil da sind ja auch so Leute wie Echo Fresh mitgefahren, die ja gar keinen Führerschein hatten. Wahrscheinlich haben die ja einfach komplett alle Rechte abgetreten und haben gesagt so, hey, nee, ich werde euch auf jeden Fall nicht verklagen. Ja, okay, das war's dann für mich. Eieiei. Oh, und da landet er irgendwo. 2-2, oder was haben wir jetzt, oder? 2-3, du führst jetzt. Oh, ich führe jetzt. Du führst. Oh. Bis 10 oder was? Bis 10 oder was? Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich es ist 4:30. Ja, gut, ein paar bisschen können wir noch. Ja. 1-2 Spiele noch. Komm, jetzt suchen wir uns mal noch eine Strecke aus, die halbwegs machbar ist. Ne? Also, ja, was du mir hier eingebrockt hast, wirklich. Das ist ja eine absolute Frechheit. Ja, machen wir mal. White? Nee, White ist zu langsam. Machen wir mal blau. Blau. Blau ist, glaube ich. Neues Fahrzeug? Ja. Und die hier? Ja, kein Multilab, das dauert, glaube ich, so lange. Okay, machen wir das hier. Aber, ich glaube, das. Da war so ein Sprung dabei, das könnte eine harte Strecke sein. Ich drücke gleich mal Musikbooster und gucke, was passiert. Musikbooster? Steht ja B. Also wie bei Super Mario, wenn du deine letzten Sekunden hast, die Musik schneller wird. Wahrscheinlich. Musikbooster. Wahrscheinlich kriegst du noch extra Punkte für. Das motiviert mich immer selber so, kennst du das? Ja. Also wenn ich selber irgendwas mich beeilen muss, dann läuft in meinem Kopf die Super Mario Musik auf super schnell. Das ist sehr gut. Das hilft auf jeden Fall. Oh, das ist Wall Rides hier, was ist zum Henker? Schön. Was passiert denn hier? Schön. Was? Schöner Start. Erstmal Musikboost rein.
nicht funktionieren. Muss ich einfach nur geradeaus? Ich muss einfach nur geradeaus. Du musst einfach nur geradeaus fahren. Einfach nur hier rein. Der sieht sehr viel schwerfälliger aus, der Wagen. Ja, fährt sich auch noch ein bisschen schwerfälliger. Aber bleibt auch ein bisschen stabiler dafür. Das ist also. Ja, das scheint wieder eine nette Strecke zu sein. Okay. Aber der driftet ganz schön. Ich merke schon, wir haben schon wieder ein bisschen Skill getankt, während wir gedattelt haben. Das sieht selbst im ersten Versuch sehr viel besser aus als vor dem ersten Versuch, in der ersten Kurve jeweils. Man kommt auch super schnell wieder rein, muss ich sagen. Also, ist nicht so, dass man perfekt fährt, aber so die Grundlagen. Oh, wo geht's rein? Alter Schwede. Oh. Oh. Die macht Laune, die macht Laune, die Map. Die sieht auch nett aus. Jetzt ist auch wieder so eine. Also ein bisschen blöd für mich, weil das wieder so eine Skill-Map ist. Bei diesen Skill-Maps hast du immer besser vorne gelegen. Ich bei diesen Hauptsache ankommen Maps. Schlag den Ede, bestes Format. Das wäre, glaube ich, sehr langweilig. Spielen wahrscheinlich nur Quake. Das wäre zumindest spätestens ab den Sportspielen, wäre es entschieden. Ja. So. Das sieht cool aus. Oh, die hast du. Oh, der. Das, ne, der driftet sich sehr schön. Also, das macht Bock. Das Gute ist natürlich, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich hier das hier schon kenne. Ey, shit. Und das ist dann trotzdem vergeigert. Oh, das war über ihn. Das hier hast du sehr gut gemeistert. Ah, scheiße. Komm. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen durchgedreht, glaube ich, hier oben. Ja. Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Ja, ah, links vorne. Ja. Aber knapp. Oh, vier Hundertstel. Aber es ist schlagbar auf jeden Fall. Das ist schlagbar, ja. Man sieht halt, wenn man da weggedriftet, sieht man nicht so richtig, wo es weitergeht, weil dann irgendwie alles so gleich aussieht. Und dann ist es echt hart, da nochmal weiterzufahren. Das ist ein Spiel, das doch ganz gut Laune macht. Ja, definitiv. Mal versuchen, so keine Session zwischendurch. Ah, wunderschön. Ja, jetzt bin ich hier noch ein bisschen langsam ausgegangen. Aus der Kurve. Ja. Ja, da hast du jetzt schon genug. Sieht gut aus, ja. Aber wir haben noch Turbo, kann das sein? Oder ist das dieses Ding? Ich glaube, das ist diese Beschleunigung. Ah, okay. Super Mario. Ah, das ist wieder so eine Skill-Map, leider. Team Tobi. Gibt es einen Grund, warum die ohne Controller spielen? Wir haben keinen hier. Wir haben keinen. Wir wollten es schnell und unkompliziert machen. Der Chat hat ja gesagt, uns spielt das Spiel sowieso mit. Tastatur. Und das ist auch ein sehr guter Einfall. Flatout, die Minispiele. Kennst du Flatout? Oh ja, Flatout liebe ich. Der Hammer. Flatout 2. Minispiele habe ich so viel gesucht. Das ist unfassbar. Das müssen wir mal hier machen. Das habe ich auch noch zu Hause auf DVD. Ja, nehmen wir mit. Das machen wir mal. Das ist richtig lustig. Ah, shit. Schön hier Bowling oder... Simon hat alle Controller zerstört, das kann natürlich auch sein. Das ist gut möglich, ja. Das ist durchaus möglich. Das ist vielleicht einfach die Musik, die dich ablenkt. Ja. Musikboost heißt einfach, dass die Musik ausgeht, wenn man drauf drückt. Kann das du kannst sie einstellen zwischen aus, leise und laut. Ah, okay. Jetzt kann ich aber gerade nichts einstellen, weil ich jetzt erstmal die Kurven nehme. Alter, nicht schlecht. Da liegt er vor. Deine Lieblingskurve? Was du meinst du jetzt? Nicht ganz so gut wie du. Ja, nicht viel Vorsprung. Ja, ein paar Hundertstel. Ja, da noch. Ei, 26 Hundertstel. Ah, jetzt das ist aber knapper. Machbar, komm. Das ist knapper. Ja, 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 ja. Okay. Ja, der dritte und vierte Fall von Flatout ist tatsächlich nicht so geil. Der zweite war der geilste, fand ich. Der hat auch immer auf LAN-Partys hat er richtig gebrochen. Ja, das war immer so, wenn irgendwann nichts mehr ging, dann gibt es immer so ein paar Spiele, die gehen, so, weißt du? So wie Flatout kannst du dann auspacken. Oder auch Trackmania. Trackmania, genau. Wie ist denn hier so? Was daddelt ihr denn immer so auf LAN-Partys? Na gut, ich lenk dich gerade ab, glaube ich. Alles gut. Eieiei. Oioioioi. Wow. Da verlenkt man sich einmal, ey, das gibt's doch nicht. Einmal verlenkt. Ist ja Skill drin in der Sache.
komplett und war zensiert. Stimmt, da waren diese komischen... Da waren diese Bash-Dummies, ja, richtig. Statt richtige Menschen. Turbo. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oh, scheiße, ey. Oh, aber butterweich, du. What, ey? Dann nimmt er mir einfach mal eine Sekunde ab. Ja, das heißt aber gar nichts. Über die ja! Diese scheiß Stelle. Das ist doch nicht wahr. Ohne Skill, ohne Mühe. Oh, nein, ey. Ohne ich hab keinen Skill, Sprit ohne mehr. Mühe. Oh, dieser ohne Skill, ohne Sprung. Mühe. Das ist doch nicht wahr. Ich kann mir den Spruch jetzt einfach, weil es hier einfach passt. Oh, Hass. Ein so ein Scheißsprung am Ende. Das ist unfassbar. Okay, 4 zu 2. Das ist aber eng, komm. Komm, einen machen wir noch. Na, jetzt müssen wir noch zwei machen. Ich muss noch eine Chance haben, auszugleichen. Nein. Wir gucken erst mal, hatten wir den einen. Wir gucken erst mal. Wenn du jetzt eins gewinnst, dann ist okay. Du darfst ja auch so nicht. Machen wir mal. Das Stadium war eigentlich ganz cool. Machen wir mal hier das blaue Stadium. Wie wär's denn mal mit Mind the Gap? Oh, da muss man auf die Gap aufpassen. Oh, Blobby Wolly, stimmt. Auch sehr schön. Blobby Wolly, ja. Was wir immer gespielt haben, ist Creep TD. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Doch, doch, das kennen wir noch. Das ist auch mal ganz gut, um Zeit zu überbrücken. Na dann. Wieder mit den Rennautos hier. Oh, pass auf, dass du nicht in den Hubschrauber fliegst. Das wäre weniger schön. Na, für dich wär's schön. Ja, noch ist nicht viel passiert hier. Der Motor. Ei, scheiße. Ja. Oh, was ist das denn? Ei. Das ist ja eine harte Stelle. Okay, wenn man die kennt, das glaube ich, geht die auch, glaube ich. Ja, das kennst du jetzt auch bei dir. Und der noch von vorne an. Plumps. Rune, auch sehr nice. Ist auch schon uralt, ne? Ja, das ist uralt. Def Jam Fight for New York wurde noch vorgeschlagen für LAN-Partys, aber das ist doch Konsolenspiel. Okay. Das ist doch kein kann man auch mit der Konsole LAN-Partys haben, ist die Frage. Nee, nein, kann man nicht. Kann man nicht. Ich bin eigentlich Konsolendach, okay, okay, bin ein PC Master Race, weil LAN-Party ist auf PCs beschränkt. Okay. Können wir durch? Ja, können wir durch. Boah, diese Kackstellen immer wieder. Ist das Multilab oder was? Nee, ich glaube nicht. Scheiße. The Gap. Okay, Alter, das ist nicht ohne. Aber es geht alles. es geht alles. Ganz cool bleiben. Es steht nichts auf dem Spiel. Außer naja, deine die Ehre, ja. Die Ehre deiner Familie. Die Ehre deiner Nachkommen. Das reicht mir. Danke für den Druck. Oh nein! Das merkt auch noch. Nein, nein, das geht noch alles hier. Erstmal eine. Du musst erstmal durchkommen. Ja, das stimmt. Engine. So, dieses Engine-Off ist echt nervig. Was geht noch? Boah, und gerettet. War ganz schön ruckelig, aber hat noch funktioniert. Das wirkt irgendwie so repetitiv, diese Map. Ein bisschen, das stimmt, ja. Das ist immer dieselben Elemente. Jetzt haben wir das, was wir auch schon hatten. Please mind the gap. Nochmal wieder das Engine off. Jetzt muss aber irgendwann nochmal auf das Ende kommen. Da war eine riesige Brezel gerade. Das fällt wahrscheinlich auch niemanden auf der Erde. Okay, immerhin. Durchgekommen, 51,99. So! Ja gut, du hast dann einen Fehler noch drin gehabt. Ja, ganz gut, das weil ich jetzt Little Fighter Ende 2, bringen. Auch sehr schön. Was? Little Fighter 2. Das kenne ich gar nicht, was ist das? Das ist fantastisch, so ein kleines, naja, nicht Browser-Game, aber so ein Download-Game. Das war eigentlich immer sehr cool. So ein bisschen wie ein klassischer Brawler, also auf die Fresse. Mhm. Ich mach Fahrt erstmal ein bisschen, weil ich weiß ja, dass da noch ein dicker Fehler von dir kommt. Ich achte auf die Brezel. Ah, shit. Die Brezel, die ist geil, die fällt dir auch nicht auf. Das ist aber gar nicht so easy. Die sieht einfach aus, als sie ist. Das stimmt, ja. Vor allem, man riecht mal gerade gedacht, und dann irgendwo um. Ich muss gestehen, ich habe gerade gedacht, man zu gucken, okay, so schwer sieht das eigentlich nicht aus. Und dann hast du halt hier dieses... Na, den Fehler hatte ich auch drin. Ja, dieses blöde Engine-Off, was ja nochmal irgendwie dein ganzes Auto irgendwie auch lahmlegt, so ein bisschen. Ja. Ich finde, das lenkt sich dann ganz anders. So, noch lebe ich. Du bist auch noch vor mir. Ich muss sie auch, glaube ich, nur noch ans Ziel retten, irgendwie. Nicht hier diesen blöden Fehler machen. So, oh, nochmal Engine off. So, nochmal Engine off. Da ist die Brezel. Ah, die Brezel. Ja.
Und. Ja, das ist eine gute Runde. Das drin, ist eine gute Runde. Drin ist er. 3,42. Aber das kriegen wir alles hin. Ich habe nicht gebremst. Das war eine Partikel, die aus meinem Reifen rausgekommen sind. Warum bist du jetzt schon vor mir? Ich glaube, du musst ein bisschen Gas geben beim Sprung schon. Ah. Jetzt haut er einen raus. Jetzt haut er einen raus. Ah! Er geht noch! Ja, komm! Nein. Er ist schon gelandet, also bitte. So, jetzt aber. Tatsächlich, ja, muss ein bisschen Gas geben. Hallo auch an Chris89. Es ist wirklich nicht ohne das Ding. Mittlerweile hast du dieses Grinden richtig gut raus. Aber mit dem anderen Auto war es noch ein bisschen. Ja, war sehr geschmeidiger, ja klar. Aber auch hier war das sehr, sehr sinnvoll. Ich meine, du hast 1,5 Sekunden Vorsprung jetzt hier rausgefahren. Ja, ja, ja. Jetzt muss man ein Engine noch ein bisschen eng, aber noch. Geht noch, alles gut. Das ist halt das Ziel. Oh, der war nochmal eng. Oh, oh, oh. Aber 1,66. Ich glaube, das war meine letzte Runde fast. Da geht nicht mehr viel. Oh, ja, ja, ja. Shootmania, ja. Was ist mit Shootmania? Das ist quasi das gleiche wie Checkmania mit Schießen. Das war, ich weiß nicht, wie. Wie mit Schießen. Du hattest auch so selbstgebaute Maps, so ein bisschen wie Quake. Ah, okay. Auch von den Checkmania machen. Eigentlich war es ganz gut, aber irgendwie, ja. Scheiße, 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 scheiße. Das war so ein guter Anfang. Das ist natürlich jetzt auch wieder die kognitive Belastung. Ja, natürlich. Und du hast richtig einen vorgelegt. Diesen Sprung hier wirklich. Nein. Ja, aber du bist ja jetzt schon davon. Du machst danach. Einen kleinen Fehler hast du, glaube ich, noch drin später, aber der kommt ganz am Ende. Wie viel bin ich hinter dir schon? 1 Minute 66 gerade. Ja. Das wird nichts mehr. Noch hast du Stoff? Tobi, du schaffst das. Von Neil Seaway. Das ist... Danke, Neil Seaway. Ja. Du hast halt diese scheiß zweite Kurve hier, die hast du so in Perfektion genommen. Ich weiß gar nicht, wie man diese in Perfektion nehmen kann. Du schießt einfach vorbei an mir. Ich find's gut. Scheiße. Da haben wir jetzt ein bisschen. Ah, Mensch. Da kommst du noch ran, siehst du? Ja, aber das ist schon eine ziemlich hammerrunde, wie du hier vorher hast. Oh, die war deutlich besser als meine. Oh, Scheiße. Nein, 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 komm schon bitte. Nein, 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 Scheiße. Das reicht. Ja! Das gibt's doch nicht. Oh, 56 Sekunden. Ich muss doch jetzt noch mal hier die Möglichkeit haben, das hier zu Ende zu fahren. Ich habe noch einen Strich da. Ist doch nicht. Ja gut, diesmal hast du aber alles am Anfang verschwendet, muss man sagen. Bei ja, der das ersten stimmt. Runde. Das ist halt immer das Problem, wenn du die Map halt nicht kennst, ne, musst ja, gut, du schon ein bisschen gucken. Andererseits hast du auch halt die Möglichkeit, eine Runde vorzulegen, die eigentlich scheiße ist. So. Ja. Halt kennenlernen. Ich muss halt immer direkt liefern. Oh, diese Kurve nimmst du so in Perfektion. Ist die nicht so gut bei mir, wie das geht? Wow! Ja, 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 ja. Ja, ich kann jetzt eh nicht nochmal neu starten, das heißt, ich werde jetzt erst ins Ende fahren. Nee, aber das war's. Das war leider ein Fehler im Looping. Und das ist leider wahr. Ah, diese zweite Kurve, die nimmst du echt gut. Da muss man dir echt mal Respekt zahlen. Ah! God damn it! Wenn du quasi den Anfang fahren würdest und ab der zweiten Kurve übernehme ich dann. Dann würden wir, glaube ich, vielleicht einen Weltrekord auf dieser Strecke. Das kann sein. Das kann tatsächlich sein. So, hinter der zweiten Kurve mache ich das. Nicht so ganz. Ich glaube, es steht 4:2 für Tobi nicht. Das glaube ich tatsächlich auch. Das ist GG. Und das ist GG. Und ich glaube, ich muss jetzt auch gleich wieder raus. Ja, weil komm. Beenden wir das hier. Das war mir eine Ehre. Es hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde noch ein paar öfters ins Hänge gehen. So. Ah, das macht doch Spaß hier. Ja. Willst du noch ein bisschen Rainbow bis. Wie spät haben wir es denn? 5:30. Sagt in der Chat. Wie spät haben wir es? Ja, wir haben 5:20. Ja. Bis 5:30 könnten wir noch.
Und Tobi muss sich jetzt ja für die WM-Party vorbereiten. Dann gucke ich noch mal kurz in den Chat, was der Chat sagt, ob die noch Bock haben auf eine Runde. Ich glaube, wir können erstmal in die Werbung gehen, oder? Ja, lass uns erstmal in die Werbung gehen. Ja, wir gehen kurz in die Werbung. Wenn ihr Bock auf Siege habt, schreibt es in die Werbung. Bis gleich zum WM-Studio.